Martin Hennecke, die westliche Welt steht eigentlich vor dem Bankrott, ist total überschuldet. Wie geht es von hier aus weiter? Ja, sicherlich, unserer Meinung nach wurde die Finanzkrise in 2008 nicht gelöst. Was passiert ist, ist ganz einfach, dass die Staaten den Banken Geldern überwiesen haben, weil wir Stunden vor einem Bankenkollaps standen. Das ist auch zugegeben in Deutschland, in England und in den USA. Das ist wirklich ganz kurz davor stand, dass sie die Banken schließen mussten, weil ein Bankrun angefangen hatte. So, was man deshalb gemacht hat, ist Bailout für die Banken. Damit haben sich aber die Staaten weiter verschuldet und diese Verschuldung ist außer Kontrolle geraten. Normalerweise, als die Eurozone formiert worden ist, gab es diese Grenze von 3% Neuverschuldung. Jetzt sind wir mittlerweile weit, weit höher. In den USA sind wir bei 11%, in England sind wir auch etwa bei dem gleichen. Also trotz der Ersparnisse, die sie jetzt angekündigt haben, dass sie machen, scheint es so, als ob wir weiterhin zunächst einmal bei 11-12% Budget-Defizit, also Neustaatsverschuldung, bleiben. Griechenland wissen wir auch, wo die stehen, da braucht man gar nicht mehr drüber reden. Und dann selbst Länder wie Frankreich, die sind etwa bei 8% jetzt und wir haben gerade Warnung gehabt wieder aus Frankreich, dass die Verschuldung da größer ist als vorher angenommen, dass sie weitere Probleme haben. Und Länder wie Frankreich, Spanien, Portugal, Italien haben alle diese großen Probleme. Und wenn es jetzt kommt mit Spanien, die wahrscheinlich als nächstes dran sind, Spanien, Portugal, dann werden die Bevölkerungen der Europäischen Union sehen, dass diese Beträge zu groß sein werden. Und dann wird es zu weiteren Problemen der Staatsverschuldung kommen. Unserer Meinung nach ist also dann die nächste große Krise, während 2008 war praktisch die Krise der Banken, wo Investoren geflüchtet sind aus Aktien und aus Commodities, sind geflüchtet in Cash und in Staatsanleihen der westlichen Länder. Dieses Mal wird es möglicherweise andersherum sein, dass die Staatsanleihen, die Sicherheit der Staatsanleihen mehr in Frage gestellt wird und dass die Investoren aus den westlichen Staatsanleihen flüchten und aus den Währungen und dann wieder in Commodities, also Rohstoffe, einsteigen und möglicherweise sogar in Aktien. Wenn man eine Währungskrise hat, könnten Aktien sogar steigen, zumindest solche, die wirkliche Assets dahinterstehen haben. Und Commodities, also Rohstoffe, natürlich angefangen mit Gold, und das haben wir auch letztlich gesehen, die Nachfrage nach Gold, besonders aus Deutschland, ist stark gestiegen, weil die Deutschen um den Euro fürchten. Wie geht es denn jetzt weiter in Europa? Sie haben eben Spanien angedeutet. Das scheint ja wohl der nächste Kandidat zu sein. Ja, sicherlich. Und es ist nicht nur Spanien, wie gerade gesagt. Andere Länder, die noch größer sind, Italien hat halt die größte absolute Verschuldung im Euroraum. Da kann man wirklich dann nicht mehr viel machen. Die Zahlen sind viel zu groß. Deutschland könnte nicht möglicherweise auch noch solche größeren Ländern beim Bailout zustehen oder andere finanzielle Hilfe geben. Griechenland war schon groß und jetzt selbst herrscht weiter auch Strittigkeit, inwieweit die Zusagen, die schon gemacht worden sind, wirklich durchgeführt werden können, weil einige Länder sich überlegen, ob sie wirklich zahlen wollen oder ob sie zahlen können. Eigentlich kann natürlich nur Deutschland, wenn überhaupt, wirkliche Zahlungen leisten, weil alle anderen Länder ja schon selbst diese riesengroßen Probleme haben. Also jetzt Spanien hin oder her. Außer Deutschland sind eigentlich alle Euro-Staaten ganz nah am eigenen Staatsbankrott jetzt schon. Und von daher wiederum sagte man, sollte sich auf jeden Fall mit Anlagen von Staatsanleihen fernhalten, besonders langfristige westliche Staatsanleihen. Frankreich hat ja sogar 50-jährige Staatsanleihen und Standard & Poor's, die weltführende Rating Agency, nicht, dass ich die Rating Agencies besonders mag, ich meine, man darf denen natürlich nicht unbedingt alles trauen, was sie sagen, aber selbst die haben schon in 2005 aufgezeichnet einen Weg, wo die sagen, die Staatsverschuldung der westlichen Länder sind außer Kontrolle und dass Frankreich von damals in jetzt in etwa 16 Jahren auf den Staatsbankrott zugehen oder in den Staatsbankrott gehen könnte. Das selbst von führenden Rating Agencies. Also 50-jährige französische Staatsanleihen sind möglicherweise das schlechteste Investment, was man sich vorstellen kann auf diesem Planeten. Also Finger weg von langfristigen solchen Staatsanleihen. Zinsen könnten dann auch drastisch steigen mit dem Abverkauf der Staatsanleihen. Damit wird die Verschuldung natürlich noch schlimmer. Es ist ein Teufelskreis, eine Todesspirale der Staaten, was wir gesehen haben. Es fing ja an mit den Südstaaten schon, deshalb diese ganzen neuen Bailouts. Aber das würde wieder kommen.
Und mit den steigenden Zinsen werden natürlich langfristige Bonds, langfristige Anleihen haben besonders hohes Risiko. Und was Investoren dabei auch beachten sollten, ist Verschuldung, Privatverschuldung sollte auch vermieden werden. Denn steigendes Zinsfeld ist schlecht für Privatverschuldung. Und es kann auch, bevor die große Inflation im Euro kommt, möglicherweise Hyperinflation, bevor diese eintritt, kann es auch zunächst nochmal zu einem Deflationscrash kommen in verschiedenen Assets, auch Immobilien, Aktien. Das ist durchaus möglich. Von daher sollte man nicht kurzfristig spekulieren, nicht mit Margin und schuldenfrei bleiben. Das möchte ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen. Also Sie gehen davon aus, dass es durchaus zunächst mal einen deflatorischen Crash geben kann, dann aber die Inflation, die Hyperinflation unausweichlich ist. Richtig. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass die Deflation zuerst kommt. Ich selbst kann nicht sicher sagen, was passiert. Wir haben in 2008 haben wir so einen deflationsmäßigen Crash ja gesehen, wo halt die Aktien und die Commodities, Rohstoffe abverkauft worden sind und jeder in Cash ging. Das muss jetzt nicht unbedingt passieren und am Ende sicherlich steht die Gefahr der Hyperinflation und das bedeutet auch, dass Cash und Anleihen nicht sicher sind. Allerdings, wie wir gerade besprachen, gibt es kurzfristig in der Tat das Risiko der Deflation ganz einfach dadurch, dass wenn die Zinsen auf Staatsanleihen wieder anfangen zu steigen, viele Leute ihre Schulden nicht mehr bezahlen können. Damit müssen sie andere Anlagen verkaufen, um zum Beispiel ihre Hypotheken zu bedienen oder Margin Calls auf andere Investments zu bedienen. Und das heißt, man sollte auf jeden Fall nichts zu Gewagtes jetzt unternehmen und sicher positioniert sein, ohne Verschuldung, aber gleichzeitig sich auch dessen bewusst sein, dass Cash auch nicht die ultimative Sicherheit ist. Also man sollte diversifiziert in verschiedenen Assets positioniert sein, längerfristiger, ohne kurzfristig zu spekulieren. Und sicherlich Assets wie Gold, Silber, Edelmetalle sind der Assets, die man sich zuerst angucken sollte, die in einer Krise weiter gesucht werden, höher nachgefragt werden. Aber auch einige andere Gebiete wie Agrarrohstoffe, Farmland sind interessant. Agrarrohstoffe sind sehr, sehr günstig historisch und Lebensmittelpreise könnten auch sehr wohl steigen, gefördert durch Inflation und auch die Nachfrage ist relativ stabil und da haben wir wachsende Bevölkerung auch in Asien. Wenn wir über Asien sprechen, sage ich auch, dass generell viele andere Wirtschaften wie zum Beispiel China eigentlich unserer Meinung nach weit stärker positioniert sind und dass es dort weniger dieses Risiko der Staatskrise geben wird, weil die Staatsverschuldung in China ist sehr, sehr gering, Neuverschuldung sehr, sehr gering und die Wirtschaft in vielen anderen Ländern ist wesentlich stärker, als das im Westen der Fall ist. Sie leiten hier bzw. sind Mitarbeiter bei einer großen Finanzberatungsfirma hier in Hongkong. Hat man aus chinesischer Sicht, hat man aus der Sicht Hongkongs Europa schon abgeschrieben? Da müssen Sie vielleicht Chinesen fragen und nicht mich, aber generell sicherlich ist es der Fall, dass die Chinesen, und man muss ja natürlich auch von zwischen Hongkong-Chinesen jetzt und Mainland-Chinesen unterscheiden etwas. Hongkong ist ja eher westlich orientiert, während Mainland-China noch ein etwas anderes System hat. Aber sicherlich ist es so, dass die das meiste Geld haben, also Mainland-China, die großen Währungsreserven haben, dass die nicht mehr so scharf sind auf den Euro, wie das mal der Fall gewesen war. Und Griechenland hatte sogar, als die Finanzkrise in Griechenland gerade anfing, hatte China gefragt, ein Investment in Griechenland zu machen, in griechische Staatsanleihen, was China abgelehnt hat. Also sie wissen sehr wohl über die Probleme des Euro und auch der USA Bescheid. Sie nutzen aber auch Investitionsmöglichkeiten in Hard Assets, wie zum Beispiel gerade Hafenanlagen in Griechenland auf der anderen Seite. Sie haben also Geld und sie werden wichtiger werden in der Welt. Ganz kurz noch zum Schluss, dieses Szenario, das Sie beschreiben, ist ja offenbar auch ein unvermeidliches Szenario, Überschuldung der westlichen Welt, auch der USA. Haben Sie irgendwie einen zeitlichen Horizont, wann denn da der totale Zusammenbruch folgen könnte oder wie könnte der aussehen? Wir waren schon zweimal ganz knapp davor. In 2008, wie gesagt, waren wir Stunden vor dem Bankenkollaps. Der Bankenkollaps hätte dann auch ein Run auf die Staatsanleihen möglicherweise ausgelöst. Also wir waren ganz knapp davor. Und jetzt im Mai ja auch schon wieder passieren können. Und jetzt gerade auch wieder mit dem plötzlichen Anstieg der Zinsen auf die griechischen Staatsanleihen, Spanien, Portugal, Italien, es fing gerade an durchzubrechen. Und dann, wie ich sagte, ist es der Teufelskreis, je höher die Zinsen steigen, desto mehr wird die Verschuldung auch steigen, weil die höhere Zinsen bedienen müssen, desto mehr Risikoprämie verlangen die Anleger, weil damit der Default wahrscheinlicher wird und desto höher zeigen sie. Also das kann jederzeit wiederkommen. Wir haben gerade wieder Warnungen aus Frankreich. Also ein drittes Mal wird es wahrscheinlich nicht gut gehen. Das ist durchaus möglich, denn
Die Staaten wird ultimativ niemand retten können. Wir haben zuerst die Bankenkrise gehabt, dann die schwachen Euro-Länder. Am Ende, wenn die Starken kein Geld mehr haben, dann ist die Krise fertig und dann gibt es keinen Ausweg mehr. Vielen Dank für dieses Gespräch. Danke auch.